Und das haben wir direkt in der nächsten Folge, so Crust, die Kruste. Und das Spiel erinnert mich immer an meine Mongo Crew 2. Ihr seid die geilsten. So. Jetzt können wir mal gucken, haben wir davon noch? Ja. Ach nee, das können wir nicht machen. Das ist so ein Scheiß. Da müssen wir den Vertrag kündigen. Ja, das ist dann halt so. Da kann ich jetzt auch nicht so viel dran ändern. Das war eine verlockende Sache, aber... das ist aber Rakete nach hinten, naja. Das ist dann wieder so eine Sache, wenn wir dann wieder eine größere nehmen müssen. Hier müssen wir noch irgendwas reinkriegen. Ah, da ist tatsächlich noch was. Dürft mir ja genug haben für eine Partybombe hier. Läuft doch schon viel besser mit mehr von den kleinen Robotis. Das können wir nicht bedienen. Können wir nicht bedienen. Können wir nicht bedienen. Können wir nicht bedienen. Erstmal die Frachtkapsel ändern. Wir müssen dann das Ordnungssystem halt echt noch umstellen. Ich kann es so eine Funktion geben, dass man hier den Kram da wegsaugen kann. Da ist dann halt hier so, Das ist gut getroffen? Nein, natürlich nicht.
Das fügen wir hier einfach rein. Wir schneiden den Kram hier raus. Ob wir nochmal gleich eine Ladung verkaufen können von irgendwas? Wir rasten wieder ein, welche Points. Das ist natürlich nicht gut. Jetzt haben wir alles da. Contract, perfekt. Können wir jetzt hier noch irgendwo was Geiles machen? Ja, die Plates behalte ich mal. Wollte ich auch mal. Dass es hier keine vernünftigen Kapseln gibt, ne? Auch nur eine 9000er. Ich weiß noch nicht, ob wir dann ein richtiger Input sind. Und direkt rein hier. Was ist das? Rudare Terminals 25. Emisco. 25 modulare Terminals. Wie viel kosten die mich? Nö.
Das sollte eigentlich hier sein, glaube ich. Das wäre besser. Oh, warte mal. Warte mal, das ist das Pressmodul. Sollte schon, ich glaube, das Pressmodul da wieder hinstellen. Warte mal. Ja, eine kleine Kapsel und weg damit. Wir haben nicht genug Steine. Zwei Mikrochips. Gucken wir, ob wir das hinkriegen. So, na ja, gut.
Jetzt gehen wir mal 10 da rein. Machen wir hier richtig Alarm. Das passt ja hier soweit. Die Schlacke ist mir ja ziemlich egal. Aus der machen wir ja nachher Essen. Dass man diesen Abbau, wenn sie nicht vergrößern kann, ist halt auch so ein bisschen. Bisschen schwierig. Wenn ihr euch jetzt fragt, was eine Mongo-Kuh ist, dann hört ihr wahrscheinlich immer falsch zu. Das heißt Mongo mit U und nicht mit. Na, ihr wisst schon Bescheid. Die es trifft oder die es wissen, die wissen ja Bescheid, wer gemeint ist. Da sind wir da 24. Ich würde auch lieber nichts verkaufen. Passiert richtig viel. Hier ist nichts drin. Jetzt werfen die da auch Kram rein. Da kann ich doch bestimmt mit meinem Scanner mal reinhalten. Da gibt es Wasser. Sagt er mir hier wieder zu viel. Es wird genau einmal halten und dann ist wieder nicht zu viel.
Wir wasten irgendwelche Punkte. Das war das Blaue. Was fehlt denn hier? Was wird hergestellt? Dann kann ja der Bus gleich richtig loslaufen. Da kommt jetzt richtig Zeugs rein. Das heißt, die Pose ist mir eigentlich ziemlich egal. Da wird rausgeworfen. Wird erst gut verarbeitet. Ich muss da noch. Strom hinbringen. Noch Geld. Ach so. Pause Modus. Haben wir nichts.
So, dann können wir das hier machen. Das einmal ein bisschen durchziehen. Ich weiß, wir könnten auch nach oben an der Oberfläche ein bisschen was Bambule-mäßiges abfahren. Aber das habe ich nicht so Interesse gerade. So. Und dann würde ich sagen, geht's auch jetzt wieder ein Gruß an meine allseits geliebte Mongo-Crew raus. Wir sehen uns wieder. Ciao, ciao.